Glaube und Realität. Der Glaube ist das eine, die Realität ist das andere. Und viele Menschen sagen ja immer wieder oder glauben immer wieder, die Realität sei das Einzige, was zählt. Aber das ist das, was ich hier in Frage stelle. Und insofern mal so ein paar Gedanken darüber, was ist Glaube und was ist Realität? Oder wie stehen Glaube und Realität miteinander in Bezug? Ohne Glaube keine Realität. Ich würde als Grundsatz sagen, ohne Glaube keine Realität, weil Glaube schöpft Realität. Glaube führt dazu, dass wir überhaupt auch eine Realität wahrnehmen, dass wir uns mit einer Realität auseinandersetzen. Und natürlich auch keine Realität ohne Glaube auf der anderen Seite. Das heißt, beide gehören zusammen, beide sind aber etwas sehr Unterschiedliches. Und damit ist Glaube niemals Realität. Er kann niemals Realität sein. Und Realität ohne Glaube ist nicht haltbar. Hinter jeder Realität steht also der Glaube. Glaube ist Liebe und Hoffnung. Ich möchte das nochmal wiederholen. Glaube ist Liebe und Hoffnung. Und damit sind Hoffnung und Liebe die Elementarteile des Glaubens oder das Tiefe des Glaubens. Glaube lässt sich nicht realisieren, beziehungsweise seine geglaubte Realität ist im Sinne des Geglaubten unvollkommen und erzeugt neuen Glauben. Ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen, weil er ist sehr essentiell. Glaube lässt sich nicht realisieren, beziehungsweise seine geglaubte Realität ist im Sinne des Geglaubten unvollkommen und erzeugt neuen Glauben. Und durch all das ist Realität eine temporäre Illusion. Glaube kann niemals begreifbar sein. Ein Glaube kann ich nicht begreifen, so wenig wie ich ihn beweisen kann, so wenig wie ich Liebe beweisen kann. Und daher auch nicht beweisbar, tatsächlich. Er enthält das Unbestimmte, das wir in unserer Realität nie wissen können. Sein Ursprung ist intuitiv, von Weiterem bestimmt. Und weil wir mehr glauben als wissen, verändert sich Wissen ständig. Realität kann sich nur nähern. Was sie sich auch immer wieder nähert, sie ist eben nur Realität und dadurch begrenzt und beschränkt. Und Realität nähert sich immer nur an. Glaube befreit sich von der nur Realität. Das mal so ein paar Gedanken zu diesen beiden Begriffen Glaube und Realität.